Die Gemeinde richtet einen neuen Spielplatz ein. Für seltene Vögel ist es dort mit dem ungestörten Brüten vorbei. So und auf viele andere Arten werden vielerorts in den Alpen funktionierende Verbindungen von Lebensräumen durchtrennt. Der Lebensraum der Tiere wird löchrig und die Vielfalt an Arten nimmt ab. Manche Arten verschwinden sogar. Gemeinden haben viele Möglichkeiten, zum Erhalt der vielfältigen Natur in den Alpen beizutragen. Die Trockenwiesen sind natürlich ein wichtiger Bestandteil der Landschaft bei uns und sie zeichnen sich nicht nur aus als Trockenwiese, sondern auch als Lebensraum für seltene Schmetterlinge oder Insekten allgemein. Und das Ziel ist, die Landschaft zu erhalten und nach Möglichkeit auch irgendwie aufwerten. Das sind ja alles Jugendliche aus einer Großstadt. Also wenn sie so einen großen Baum gefällt haben, ja, nach einer Woche kriegen sie schon Muskeln. Und es ist sicherlich auch eine Veränderung von Achtsamkeit, also Wald. Ja. Die Zipra und ihre Partner setzen sich dafür ein, dass in unserem Lebensraum viele verschiedene Tiere und Pflanzen ihren Platz haben. Diese Vielfalt ist die Voraussetzung, dass unsere Ökosysteme funktionieren. Das schaffen wir dann, wenn auch Sie in Ihrer Gemeinde mithelfen. Kommen Sie mit auf einen Streifzug durch die Alpen und erfahren Sie, was Gemeinden alles tun können, damit die Vielfalt der Natur erhalten bleibt und gefördert wird.